So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, das Trash-Paket ist wieder bei mir gelandet. Ich bin so aufgeregt, was sich ja jetzt alles verändert hat. Es ist ja durch ganz viele andere Mädels, die auch einen YouTube-Kanal haben, gegangen. Und ja, wollen wir mal loslegen hier. Was ist das denn hier? Ein Umschlag. Oh, das ist ein Geschenk. Ja. Ah, okay, der Umschlag. Das sind noch die Restprodukte für die liebe Franzi, die aktuell in der ersten Runde leider noch nicht dabei sein konnte, weil die Leute jetzt im Urlaub ist. Und deswegen habe ich das Paket schon mal und sie darf sich aus den wunderbaren Resten noch was aussuchen. Gut, hier ist ganz viel Zeug. Wow, das war auch letztes Mal, glaube ich, noch nicht da. Das ist ja was für mich hier. Oh, mich lächelt schon was an. Das ist ja hier meins. Ne? Ich liebe ja solche Haargummis. Schaut es euch an. Das behalte ich auf jeden Fall. Meins, meins. So, dann haben wir hier drin ein Ansatzspray. Ah, davon habe ich schon gehört. Ist leider nicht meine meine Farbe. Mittel bis dunkelbraun. Apropos dunkel. Irgendwie ist das hier auch alles so dunkel bei mir. Ich hoffe nicht. Ja, das finde ich ganz interessant. Wie gesagt, ich brauche es nicht. So schaut es aus. Von DM. Habe ich aber schon viel von gehört. Ich mache hier vorne hin. Oh nein, wie süß. Was habe ich damals mal zu Ostern bekommen? Das fand ich immer mega. Smart ist ja schon mal mega. Da waren einfach so viele drin. Aber wie gesagt, vertrage ich leider nicht so gut. Deswegen lassen wir das besser. Dann haben wir hier noch von Isana. Feuchtigkeitskonzentrat mit Scheineffekt. Ja, ihr wisst, mit Konzentraten kann ich leider nicht ganz so gut umgehen. Da ist halt auch so richtig Glitzer drin. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Interessant. Würde ich aber zur Seite packen. Dann haben wir hier von Nature Box. Oh, die haben jetzt auch eine Körpermilch mit 100% kaltgepresstem Granatapfelöl. Da würde ich aber tatsächlich probieren wollen, ne? Ob das hier meine Konsistenz ist. Ihr wisst es ja. Oh, sie ist sogar dickflüssig. Das ist ja genau meins. Sie riecht auch gut. Oh. Schon eine neue Bodylotion, das hätte was. Ja, ich glaube, ich behalte sie. Meine wunderbare Schlafmaske, die hatte ich noch mit reingepackt, die packe ich dann wieder raus. Ja, was haben wir hier von Garnier Fructi Style Hard? Felsenfestes Gel. Also mit Haargel kann ich tatsächlich nicht so viel anfangen. Ich dachte immer, es wäre so ein Männerprodukt, aber interessant. Ich benutze aber tatsächlich auch kein Haarspray. Auch hier noch ein Lolli, ne? Schubaschubs. Wie lange habe ich keine Lolli gegessen? Oh, das hier, das kommt mir auch bekannt vor. Das hatte ich auch mal. Und zwar von Gattobi Schmusekatze Anti-Frizz Lotion. Oh Leute, da zwack ich mir mal für meine ganz schrecklichen Spitzen. Da hatte ich heute eigentlich noch was mit vor. Ab. So sieht es aus. Ich habe das Zeug tatsächlich von Gattobi immer zum Sprühen. Also für, na, was soll ich sagen? Zum Sprühen als Hitzeschutz. Davon bin ich sehr begeistert. Aber ich mag eigentlich nicht so ein Flüssigzeug. Wobei das, glaube ich, nicht schlecht ist. Also man kann das, also es hat, glaube ich, auch gleichzeitig einen Hitzeschutz drin für geschmeidige Styles. Glättenseide war ich halt. Also ich meine, da ist auch ein Hitzeschutz mit drin, aber nee. Nee. Dann, ja, die Single Lashes in 3 Längen von Rivaldi Loop. Auch ganz witzig. Allerdings, ich klebe keine Wimpern. Ich keine Zeit für. Ich frage mich immer, wie die Leute das schaffen, hier diese einzelnen Wimpern. Also so ein Kranz kann ich ja noch verstehen, dass man dann morgen ein bisschen Kleber macht und die raufklebt. Aber so einzelne Dinge? Würde mich aber mal interessieren, wie lange die halten. So, was haben wir hier? Mango Temptation. Oh, das ist ein Parfum von Victoria's Secret. Das ist ja wieder was für mich. Wahrscheinlich hat es... Oh, das riecht ganz gut. Tatsächlich? Bisschen Mango-like, aber es erinnert mich voll an den Sommerurlaub. Ich glaube, das ist was für mich, ne? Oh, ja, meins, behalte ich. Oh, mein Body Spray wollte leider keiner haben, das hatte ich reingepackt. Das packe ich dann auch mal wieder raus. Den haben wir hier von Alverde, ein Mattifying Make-up Sand. Überlege ich auszutesten, ich mache es mal auf den Vielleicht-Stapel, weil ich, ja, mich ja immer noch ein bisschen mit Naturkosmetik mehr beschäftige. Make-up habe ich tatsächlich noch nicht. Fände ich ganz interessant. Oh, hier haben wir gleich das nächste Make-up von Essence. All About Matte. Oil-Free Make-up. Long-Lasting. Vanilla.
Kenne ich nicht. Ich muss aber sagen, von Essence habe ich, glaube ich, keine Make-ups. Doch, dieses Tropfen-Make-up ist, glaube ich, auch von Essence. Aber ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht nehme ich es ja noch mit. So, was haben wir denn hier noch? Ach so, hier noch ein Handdesinfektionsgel. Wundert mich, dass das hier noch drin ist. Das ist doch absolut der absolute Renner aktuell. Aber von die Marke kenne ich gar nicht. Toppy Cream. Dann habe ich hier noch. Ach so, das kommt auch von mir. Day Cream and Shine. And Shine. Ja, Glow and Shine Day Cream and Primer. Das hatte ich reingepackt. Das kam aus dem Adventskalender. Dort behalte ich einfach. Gar kein Problem. Dann haben wir hier noch eine Fußbutter von Balea. Fußbutter. Okay. Ich frage mich immer, wann man das benutzt. Nach dem Duschen dann direkt, oder? Weil ich creme ja nicht morgens meine Füße ein. Ich finde es sowieso immer schwierig, Füße einzucremen. Ich finde, es dauert da mal so lange, bis es einzieht. Vielleicht mache ich auch was falsch. Vielleicht. Vielleicht probieren wir das doch nochmal. Oh, hier ist ja schon mittlerweile so viel Zeugs drin. Was ist denn das hier? Vitamin B12, für die ganzen Veganer. Könnte ich mir ja mal einen Tropfen nehmen, ne? 9.2.20. Oh, das ist abgelaufen. Ach nee, doch nicht. Ablauf, Datum 23. Okay. Ah, witzig. Ja, also, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz vegan. Ich habe keinen Mangel, aber für die Veganer auf jeden Fall was Gutes. Ja, diese Beauty-Nail-Kleber hatte ich, glaube ich, auch reingetan. Die nehme ich auch mal raus. Das war auch schon am Anfang drin, meine ich. Das hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Regenerierende Bodymilk, reichhaltige Pflege für trockene Haut, Olive und Feige. Komm, ich gebe ja. Achso, nee, die mochte ich, glaube ich, nicht, oder? Ich probiere sie nochmal. Also, die ist nicht ganz so dickflüssig wie die andere hier eben. Aber ich mag den Geruch nicht. Irgendwie mag ich es nicht. Das riecht zwar auch irgendwie frisch, fruchtig, aber nach dieser einen Frucht, Hagebutte oder so erinnert mich das. Was ist das denn hier? Oh, eine riesen Handcreme. Von Handcreme habe ich immer zu viel, aber ich finde die Verpackung recht schick. Mit toten Salzmineralien. Ich glaube, das wäre sowas für Leute mit Neurodermitis oder so. Totes Meersalz, das soll so gut sein. Haben wir hier noch Rasierschaum für Männer. Oh, brauche ich nicht, ne? Ohne Mann kein Rasierschaum. So, meine Zopfgummis nehme ich mal wieder raus. Da wird sich wahrscheinlich jemand anderes drüber freuen. Was haben wir denn hier für Kinder noch? Ein, ach so, Müsli-Riegel Butterkeks mit Apfel-Vanille. Ja, meine Kleine darf ja leider keinen Apfel, deswegen muss ich ihn auch beiseite tun. Was haben wir denn hier? Ein Flechtspray. Sag mal, was gibt es denn nicht alles? Griffigkeit und Fixierung. Interessant wäre es ja, ne? Aber so oft flechte ich nicht, aber ich wusste nicht mehr, dass es dafür ein Spray gibt. Interessant. Hier ist eine Wimperntusche von Love. Fan-Effekt-Mascara, waterproof. Leute, ich muss ja sagen, ich benutze ja keine wasserfeste Wimperntusche mehr, ne? Also, ich krieg die immer nicht ab. Ich krieg sie einfach nicht ab. Meine Freundin empfiehlt mir immer die Wimperntusche des Jahrhunderts und jedes Mal stehe ich da wie so ein Panda-Bär vor meinem Spiegel und stehe da. Ich habe jetzt einen Make-up-Entferner tatsächlich von DM, sind günstigen gefunden, der das ganz gut abkriegt, aber es ist trotzdem jedes Mal ein Drama. Also für mich ist das jedenfalls nichts. Was haben wir denn hier? Perlenzaubermaske mit Extrakt der schwarzen Tahiti-Perle und Shea-Butter. Sieht aus, als würde ich danach Prinzessin werden. Vielleicht benutze ich sie mal. Ich finde die Packung auf jeden Fall richtig schön, aber Tahiti-Perle, ist das nicht das, womit ich die Bubble Teas gemacht habe? Nee, Tapioca hieß das. Kenne ich nicht. Kennt das jemand? Interessant finde ich es. Mache ich mal auf meinen Vielleicht-Stapel hier. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das ohne Mikroplastik? Trockenes Tuch? Ein Serum. Hydraglow Mixed Tuchmaske mit Hyaluronsäure und Koffein. Aha. Also das ist irgendwie eine Tuchmaske mit Koffein. Also mache ich sie morgens in mein Gesicht und bin dann gleich 3 Tage wach, oder?
Das werde ich ausprobieren, Leute. Das werde ich ausprobieren. Ey, könnt mir gerne mal schreiben, ob ich das mit euch zusammen ausprobieren soll. Wäre ultra interessant. Oh mein Gott. Gott sei Dank ist die Kleine nicht hier. Die wird jetzt ausrasten vor Freude. Zwar vor diesen Bonschis. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Ich habe sie so gefeiert. Früher bei jeder Schatzsuche waren sie dabei. Einfach weil es das so krass gefüllt hat. Aber es ist super viel mit Apfel dabei. Deswegen, das verpacken wir ganz schnell wieder. Was haben wir denn hier noch? Oh, das sieht auch sehr interessant aus. My Little Beauty. Bon Space. What? Ist es ein Mousse? Was, wenn es erstmal die Basis stimmt, dann gibt es keinen Grund, sich um den Rest deines Looks den Kopf zu zerbrechen. Natürliche Inhalte. Was ist denn das? Make-up oder Make-up-Mousse ist auch noch zu. Dieses luftige Mousse mit Wasserlilienextrakt schützt, spendet Feuchtigkeit und reinigt deine Haut. Was ist denn das? Und das soll ich morgens als Tagespflege oder Basis für deine Make-up-Foundation. Tschüss, Unreinheiten. Hallo, Pfirsichtöne. Also, das finde ich irgendwie interessant. Es ist eine Creme. Mousse, blanc. Ich kann kein Französisch, ne? Kinder, Französisch 5, ciao. Aber gut, ich werde es probieren. Alles, was interessant ist, probiere ich jetzt hier mal. Was ist denn das hier? Ein Softener Gel. Löst überstehende Nagelhaut. Ja, nö, das brauche ich nicht, ne? Das ist mir viel zu aufwendig. Nagellack rüber und ciao. Bin echt so ein kleiner Beauty-Fauli, was Nägel angeht. Heute geht es ja gerade mal noch, ne? Aber sonst. Hier habe ich nochmal von Essence Hello Good Stuff Face Serum Hydrate and Glow Pineapple Extract. Serum trage ich mal hier auf. Es fühlt. Oh! Ja, es riecht schon sehr nach Ananas. Es ist ein 97% naturell. Ja, Weiß ich nicht, wofür ich das benutze. Ich bin nicht so der Serennutzer. Ich noch mehr Süßigkeiten, hier Lakritz und noch so ein Riegel mit Getreide, Pfirsich, Apfel. Das ist alles viel zu viel. Mein Video wird richtig lang hier, glaube ich. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Die Backzutaten. Pudding mit Vanillegeschmack. Geil. Schön im Trash-Paket, aber finde ich irgendwie witzig. Nur leider essen wir sowas nicht. Hier haben wir noch eine Peel-Off-Maske. Die hatte ich tatsächlich schon öfter mal von Shebens. Kennt ihr die? Ich glaube, die hatte jeder schon mal. Reinigt Poren tief. Beim nächsten Pickel machen wir das mal. Was haben wir denn hier noch so kleine Sachen? MAC in Extreme die mit 3D Backlash. Ah. Ist sie schon benutzt? Ich weiß es nicht. Also eine Mini-Wimperntusche für die Handtasche. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Die nehme ich doch glatt. Oh, was haben wir denn hier noch? Larizzi Cosmetics. Ich glaube, das habe ich bei der lieben Chiquitas Place gesehen. Ich glaube, das ist hier so ein Konturstift. Das finde ich auch interessant. Den schauen wir uns nochmal näher an. Dann haben wir hier, oh mein Gott. Oh mein Gott. Saure Pfirsiche, eigentlich auch richtig lecker. Ich wollte doch abnehmen. Und noch mehr Naschis, Gummibärchen. Was haben wir denn hier? Hello Kitty Naschi. Ah, da hat jemand bestimmt diese Essensbox gehabt. Gibt es da nicht irgendwie jetzt so eine Snack-Essensbox aus verschiedenen Ländern, weil hier auch so chinesische Zeichen drauf sind? Noch mehr Hello Kitty Naschi und Center Shock, wie cool. Oh, ich glaube, den Center Shock muss ich nehmen. So, was haben wir denn hier? Oh. Gliskur, Schwarzkopf, ein tägliches Ölelixier. Das habe ich, glaube ich, gehabt. Extremschadenrepair. Ja, da sind wir bei mir genau richtig. Ja, los da. Ich hatte das, glaube ich, tatsächlich genau dasselbe, nur irgendwie in einer anderen Packung. Ich glaube, da gibt es mehrere Sorten von. Da schmiere ich jetzt erstmal meine Haare mit voll. Weil es ist jedes Mal, wenn ich mit nassen Haaren schlafe, sind die unten so kaputt. Also wahrscheinlich sind sie auch einfach kaputt, ne? Aber noch ein bisschen müssen sie wachsen. Bis dieser Haarunfall jetzt endlich raus ist. Aber das Öl nehmen wir auf jeden Fall. Hier ist noch eine Peel-Off-Maske von Today. Das ist, glaube ich, die Marke von Penny, die Eigenmarke.
Für normale und fettende Haut. Auch nicht schlecht. Machen wir auch nochmal hier auf meine Vielleicht-Liste. Ich muss erst mal gucken, was ich alles wieder reintue. Was haben wir denn hier? Eine parfümierte Bodylotion von Balea Limited Edition. Mit dem Duft nach orientalischen Blüten und Früchten für jeden Hauttyp. Okay, es ist wirklich orientalische Blüten. Ja. Anders könnte ich es nicht beschreiben. Es ist, ja, es riecht so ein bisschen nach botanischem Garten. Es geht so. Corny Energy mit Guarana. Okay. Was? Koffein? Da steht drauf. Koffein wie in einer Tasse Espresso pro Riegel. Was ist denn das für eine krasse Erfindung? Und wieso kriege ich hier irgendwie diese ganzen Produkte nicht mit? Super interessant. Werde ich wahrscheinlich nicht vertragen, aber hätte ich super Lust zu probieren. Mit Mandeln, Vollkornweizen, Crispies, Milchschokolade, Zucker, Magermilch. Ach so, für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Die muss ich gut verstecken, aber ich finde die mega interessant. Die Palette habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Die war nämlich schon drin, glaube ich. Die hat jemand nicht mit rausgenommen. Aber ich finde die Farben eigentlich sehr, sehr schön. Das ist eigentlich genau meins. Muss ich ja gestehen. Vielleicht muss ich es doch einfach nehmen. Das Problem ist nur, das mit dem Augen-Make-up, das kann ich einfach nicht. Ne? Aber es wäre doch mal zum Üben. Ich schau mal. Ich schau mal, was es hier noch so gibt. Was ist denn das hier? Holo Face Base. Also ich glaube, das muss man erstmal schütteln, weil da hat sich das ganze Glitzer abgesetzt. Aber nee, so ein Glitzergesicht. Da frage ich mich immer, wer macht denn das? Also, dass man denn den ganzen Tag glitzert im Gesicht? Ich weiß ja nicht. Nee, das ist nicht meins irgendwie. Was haben wir denn hier noch? Banana Setting Powder. Aha. Nämlich gelb oder was? Das ist wirklich gelb. Seht ihr das? Okay. Oh, nicht auskippen, nicht auskippen. Ja, hier sieht man das an meinem Finger. Ich habe es natürlich jetzt hier voll verdüdelt. Okay, auf der Haut. Oh, Moment mal. Ist vielleicht sogar besser als ein weißes, muss ich sagen, weil es macht es ein bisschen natürlicher, ein bisschen mehr Hautfarbe. So, was haben wir denn hier noch für ein Portemonnaie oder was ist das? Achso. Money, Honey. Money, Honey. Nee, Portemonnaies habe ich tatsächlich genug. Das packe ich für jemand anderen weg. Ach, hier ist ja noch so ein Corny-Riegel. Ganz interessant. Also das werde ich testen. Wer auch immer ihn da reingepackt hat. Was ist denn das jetzt schon wieder? Bänengen. Oh mein Gott. Aus Stockholm. Gänseblümchen und 7% schützende Cold Cream vereinen sich in dieser Formel, die sehr trockene Hände pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Vegan. Interessant ist es ja, aber ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so trockene Hände. Aber witzig. Interessant, interessant, was nicht alles gibt. Also diesen Pinsel habe ich tatsächlich auch schon mal upsala gesehen. Von luxibeauty.com. Kenne ich halt gar nicht. War bestimmt mal in einer Glossybox oder so. Ich kenne halt dieses Pinselformat, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Da habe ich mich letztes Mal schon gefragt, was ich damit tue genau. Weil irgendwie ist es so ein bisschen wie so ein. Ja, Make-up-Pinsel bis zum Schwarzen und dann wie so ein Blendepinsel. Ich weiß es nicht, ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Oh, was kommt denn jetzt hier? Jetzt geht's hier los. Ein Beauty-Elixier 5 in 1 von Live Takt. So schaut das aus. Aber mehr steht da irgendwie auch nicht. Das bedeutet, also ich hätte es jetzt getrunken, ne? Ich weiß nicht, ob dem so ist. Ja, contains Koffein. Ja, also ist zum Trinken. Das würde ich am liebsten direkt ausprobieren. Wenn ich das jetzt trinke, wird denn eine Prinzessin aus mir, oder? Nee, interessant. Aber da steht auch nichts zu Inhaltsstoffen, außer dass da Koffein drin ist. Da kann ich auch einen Kaffee trinken. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Also an sowas würde ich mich nicht rantrauen, aber interessant finde ich das. Also ich würde gerne wissen, was ist denn jetzt da drin? Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie ein bisschen ja, Zeug für Haut, Haar und Nägel oder so drin ist. Also ja, Beauty ist ja auch
in vielerlei Hinsicht bei jedem was anderem irgendwie. Tja, interessant. Habe hier noch von Rival de Loup ein Primer, spendet Feuchtigkeit mit Hyaluron und Aloe Vera. Ich finde ja, so Primer gehen ja immer. Ich finde die Packung auch ganz niedlich, so in hellblau. Jetzt habe ich sie vollkommen falsch rum. So. Aber ja, ich mache es mal. Vielleicht habe ich irgendwie noch einen mit zur Seite gelegt. Deswegen muss ich mal gucken, welchen ich jetzt nehme. Oh, hier ist noch ein Style Glossy Box Blush. Ich mache ihn mal nicht auf. Er ist so rosa, wie er aussieht. Genau so. Aber Blush benutze ich auch nicht so häufig tatsächlich. Was haben wir denn hier noch? 24 Stunden Creme, Feuchtigkeitspflege. Rossmann, normale bis Mischhaut. Nee, da habe ich meine von Nivea und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit aktuell. Oh, ich glaube, das kommt auch von mir. Das Ganze hatte meinen Deckel. Styling Golden Mousse. Oh Gott, das hat hier auch schon gelitten drin. Ich glaube, der Deckel. Nee, der Deckel. Ich habe hier noch irgendwo einen Deckel ohne Fahrschein. Mal schauen. Ja, die Tasche war auch von mir hier. Die wollte auch keiner. Also eine kleine Kulturtasche. So, ein paar Sachen haben wir ja noch. Hier von Essence Color Boost Mad About Matte. Achso, das ist ein Lipstick von Essence. Der sieht ja auch ganz, ganz schick aus. Die Serie habe ich irgendwie auch verpasst. So sieht er aus. Eigentlich meine Farbe, ne? So ähnlich wie das, was ich auf den Lippen habe. So, was haben wir hier noch? Achso, Belu. Der war letztes Mal auch schon da. Ein pflegender Cremeschaum. Geht, finde ich, auch immer mal. Ich bin nicht so der Fan des Geruchs, deswegen lasse ich es mal drin. Was ist denn das? Lip and Cheek Gem. 78% Water-Based. Natural. Triple Cosmetics. Oh Gott, oh Gott. Also jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Zeug, was ich für Lippen. Oh, mit einer Pipette. Es ist, glaube ich, auch sehr farbecht. Damit kann ich meine Lippen färben und meine Wangen. Das ist mir also für meine Tollpatschigkeit auf jeden Fall nicht gemacht. Ich sehe das Zeug schon überall rumschwirren. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ja, das hatte ich doch auch schon mal. Das mochte ich leider nicht riechen. Was war das hier noch? Oh, ein neues Micellen. Also, was heißt ein neues? Eins, was ich nicht kenne. Reinigendes Micellenwasser, auch zur Make-up-Entfernung. Oh, und ohne Farbstoffe, Parfum, Alkohol, Parabene und ohne tierische Inhaltsstoffe. Das finde ich klingt sehr interessant. Wenn das jetzt auch noch funktioniert, ist natürlich super klasse. Sanft zur Haut. Das könnte man auch noch mal überlegen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich gehe ja langsam in die Richtung Naturkosmetik, ne? So, was haben wir denn hier noch? Eine Face Mask. Biomi. Eine Maske aus der Tube. Flossen ist dabei, ne? So, was haben wir hier? Oh, von Catrice. Brow Comb Designer. Oh, ich glaube, das Ding habe ich sogar. Also irgendwie muss ich sagen, ich habe es in einer anderen Farbe, die besser zu meinem Farbton passt. Ich muss aber sagen, es ist irgendwie sehr dezent und sehr natürlich, damit zu malen, aber irgendwie kommt mir doch manchmal zu wenig Farbe raus. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Entweder finde ich das Produkt richtig klasse oder richtig blöd, weil im Endeffekt benutzen tue ich es doch nicht so häufig. Weil ich es doch mit dem Stift, ich kann es, glaube ich, mit dem Stift einfach besser. Ich glaube, das ist auch einfach das Ding, weil da sind ja so, seht ihr das? Das ist wie so eine nachgemachte Augenbraue. Aber ist leider nicht meine Farbe, sonst hätte ich den nochmal probiert. Aber ich habe ihn, wie gesagt, auch schon. Oh nein! Den hatte ich früher immer. Also ich will ihn jetzt nicht einfach ausprobieren. Aber ich glaube, das ist der, der so mega gut schmeckt. Den hatten wir früher irgendwie in der 10. Klasse. Das war das absolute Highlight, diesen Lipgloss zu besitzen, weil er einfach so gut geschmeckt hat. Und man saß ungefähr, sag mal, was ist eigentlich los mit mir? Man saß den ganzen Tag in der Schule, hat sich das aufgetragen und abgeleckt und war so, wow, ich bin cool, meine erste Schminke oder so. Es war echt witzig, witzig, witzig. So, ein Produkt habe ich noch. Ein Handfluid. Feuchtigkeitsspendende Pflegeformel. Handcreme also, ne? Von Ombia. Auch vegan. Hier ist auf jeden Fall ein Veganer am Werk. Was ich ja gut finde tatsächlich. Ja, ich würde sagen,
Das war's. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles behalten soll. Also ich muss sagen, die Sachen, die ich mir beiseite bestellt habe, ich muss sagen, die Sachen, die ich mir hier gerade beiseite gestellt habe, ich dachte, es wären so zwei, drei Dinge, sind mehr, als die ich mir nicht zur Seite bestellt. Sind mehr als Dinge, die ich mir nicht zur Seite gestellt habe. Hehe, finde den Fehler. Gut, ich werde hier noch mal ein bisschen durchsortieren, aber es soll ja auch eine Überraschung bleiben, was jetzt an die liebe Franzi geht. Also Franzi kommt schnell aus dem Urlaub. Ist nicht mehr viel da. Nein, Spaß. Ich packe natürlich neue Sachen rein und dann schaut auf jeden Fall bei Franzi vorbei. Der werde ich das Paket dazu schicken. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr euch gerne abonnieren. Und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.